willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Wien-Extra-Kanal. Wir alle gehen ja ziemlich gerne ins Kino und schauen uns alle möglichen Filme an. Von romantischen Tragikomödien bis hin zu Action-Blockbuster-Thrillern ist alles dabei. Dabei stellt man sich aber oftmals die Frage, wie kommt so ein Film eigentlich ins Kino? Wie funktioniert die Projektion von Bild und Ton im Kino? Und wie sieht es hinter den Kulissen aus im Kino? Genau diese Fragen haben wir uns gestellt und diese Fragen wollen wir heute auch beantworten. Und wie es der Zufall will, sitzen wir heute genau vor der Urania, vor dem Cinemagic Kino. Und ich würde mal sagen, let's go inside and ask some questions. Also ich bin jetzt hier mit der Annelies von Cinemagic und hallo Annelies. Hallo. Was machst du so hier bei Cinemagic? Ich bin unter anderem dafür zuständig, dass wir verschiedene Filme anschauen, sichten, dann auswählen, den Text dazu zu schreiben und dann eben hierher ins Kino zu holen. Wie kommt denn so ein Film eigentlich ins Kino? Also es ist so, wenn ein Film produziert wird von einer Produktionsfirma, dann, wenn der Film fertig ist, verkauft der Produzent den Film an einen Verleih und der Verleih hat dann sozusagen die Rechte von dem Film und verleiht eben den Film an die verschiedenen Kinos. Und was sind die größten Unterschiede zwischen der digitalen Filmaufnahme, oder Filmprojektion und der analogen? Zum Beispiel, wenn man sich das hier anschaut, es ist verregnet, ja. Man hat auch diese Streifen, hat man auch im Ton drin, ja. Während beim Digital ist es eigentlich was sehr Reines, würde ich sagen. Was sind denn so die besten Sitzplätze oder die besten Sitzreihen im Kino? Ja, ich glaube, das kommt auf jeden Geschmack extra an. Mhm. Aber einer der Vorführer, der meint, das ist die fünfte Reihe in der Mitte, ist vom Sound und vom Klang am besten. Und gibt es auch also Events, die vom Cinemagic aus organisiert werden? Ja, da gibt es zum Beispiel das Kinderfilmfestival, das findet jedes Jahr im November statt, das dauert eine ganze Woche lang und da werden wirklich ganz tolle internationale Produktionen gezeigt, oft auch in der jeweiligen Landessprache, die dann deutsch eingesprochen werden und das kommt auch immer ganz gut an bei der Zielgruppe und macht auch irgendwie ganz viel Spaß. Das Kinderfilmfestival, das ist wirklich cool, ich war da selber sehr oft und ich würde auch jetzt in meinem Alter noch hingehen, weil die Filme echt, echt cool sind. Das war wieder mal eines der großartigen, fantastischen Videos hier auf dem Wien-Extra-Kanal. Genau, wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert diesen Kanal, beziehungsweise schaut doch euch die anderen Videos an, die wir auch unten verlinkt haben. Bis zum nächsten Mal.